Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Tearaway Unfolded. So, das letzte Mal haben wir das Stück hier mit unserem Peniskönig-Ritter hier gemacht. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Die Krone. Ich habe meine versauten Gedanken. Aufstehen. Zack. Überall diese Papierschnipsel. Will ich die ernsthaft alle wegmachen? Sing, sang, Obstgarten. Das hier ist ein Lesezeichen. Es gibt am Anfang jedes Kapitels. Verwende sie, um ein Kapitel jederzeit zu wiederholen, indem du es aus dem Menü auswählst. Keine Sorge, alle Fähigkeiten, die du bisher verdient hast, sind noch da. Dieses langweilige Papier ist überall, die kann unsere Obstgarten nicht. Dann geh dahin. Oh nein, die bösen Schnipsel kommen. Schnipsel und ihr schreckliches Zeitungspapier. Oh nein. Zeitungspapier ist böse. Die Brücke ist herabgestürzt. Die Blumen. Blablabla. Gleich sollte ich erst lesen und dann nicht mehr machen. Du hast die Blumen aufgeweckt. Wir können jetzt drüber. Yay. Abenteuer, das ist lustig. Ein Abenteuer. Yeah. Oh, geheiligt sei das Licht. Oh, hör mal. Fick dich, Kamera, fick dich. Das ist ein Trommelfell. Drücke die Touchpad-Taste, um den Kurier hochzuschleudern. Ui. Los, Kurier! Schnapp dir diese Schnipsel! Geschenk. Nein! Ich hab doch gezogen. Nein. Rette die Sing-Sang-Party. Drück, Mann! Bist du ungeduldig?
Ja, den Schnitzel haben es wieder getan. Jetzt haben sie meine Kohle gestohlen und jetzt meine Farbe. Zum Glück kannst du mit der Kamera, die ich dir gegeben habe, auf magische Weise Farben zurückzufügen. Wenn du ein Foto von mir machst, siehst du es. Vielleicht kannst du das Wesen einen Hintergrund aussuchen. Hier kann das Wesen einen Hintergrund aussuchen. Bombe aus. Bald mal. Ah, es fühlt sich gut an, meine Eichhörnchenkeit zurück zu haben. Aber die Kippen schauen immer noch überall Farbe. Wenn du noch weitere weiße Objekte auf deiner Reise siehst, mach auch ein Foto von ihm. Boink, 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 boink. Komm her! Na, verdammt. Juhu! Oh nein! Wesen sind natürlich immer auf dem Weg und sie klauen die Farbe und legen die Zeitung hin. Du kannst mit dem Leitlichtschnipsel hypnotisieren und du kannst Dinge auf sie werfen. Hebe mit Viereck etwas auf und drücke Viereck erneut, um es zu werfen. Du kannst sogar betäubte Schnipsel aufheben und sie werfen. Man, in your face, bitch. Sehr gut. Ach, ich wollte einen Apfel, um den hier reinzuschmeißen. Yay, jetzt kannst du den auch? Oh nein, da muss ich ein Bild machen. Wow. Oh.
Hä? Nicht schlafen. Nee. Oh, das war wohl die Rache. Das ist echt ein Kinderspiel. Sehr schön gestaltet und sowas. Und auch die Mechanik ist echt... Da haben sie sich mal was bei gedacht. Und irgendwie bisher... Ein wenig ermüdet. Ah. Nee, nicht. Bete das Licht an. Ich bin gefangen. Werde am Neckar gehen. Hui. Oh. Ja. So war das nicht anders wieder. Ach so, die Brücke ist ja schon offen. Nein. Das ist gleich wie ich vorhin. Ich drücke immer die falsche Taste. Hä? Was kann ich hier? Ich glaube, ich hätte irgendwas anderes machen sollen. Also schön gedacht, schöne Mechanik, die das Spiel hat. Muss man einfach so sagen. Aber wenn manches ziemlich nutzlos irgendwie ist. Nein! Oh Mann! Zu ungeduldig. Nicht der Erdtrommel sein, ich werde mein bestes Leben zusammen mit dir zu spielen. Thank you.
Flug. Nein. Was sind die Balken? Ja gut, mit Eichhörnchen gerade ist wohl nicht so in der Apfelmus. Danke! Hä? In der Face, bitch. Das ist ein Palast, das ist ein König sein zu bringen. Oh, Moment. Du hast dem König seine Krone gebracht, dann mach ich natürlich das Krone seiner Majestät. Hallo, kleiner Fan. Habe ich nicht gesagt, dass ich das Königseichhörnchen bin? Warum hatte ich auch sonst eine Krone gebraucht? Hm? Du machst das super mit dem Singsang. Mach weiter, du rettest noch die Ernte. Nie was anderes machen in meinem Leben. Um dir dafür zu danken, dass du mich gerettet und wieder auf meinen Thron gebracht hast, verleihe ich dir das Abzeichen der tapferen Eichhörnchen. Ich habe eine Nachbildung meiner Krone für dich anfertigen lassen. Setz sie doch mal auf. Nein. Kein Wunder, macht auch schon so ein entsetztes Gesicht. Ich will keine Peniskrone haben. Ja, mach ich so, ich bin fertig. Was für eine beeindruckende Gestalt, du musst königliches Eichhörnchenblut in dir haben. Sollen wir ein Erinnerungsfoto machen? Ja.
Das ist auf meinem Rücken platziert, der Penis. Von diesem Augenblick an soll jeder von deinen heldenhaften Taten wissen. Mögest du auf all deinen Abenteuern Erfolg haben, edler Kurier. Was war? Ach, wen kümmert das schon? Nur diese leckere Eiche ist wichtig. Ja, jetzt hab ich halt ein Mutanten-Eichhörnchen geschaffen. Na gut. Das ist völlig ahnungslos. Ja. Oh, das ist mein Müll. Gefallen oder was? Boah, die Kamera ist noch nicht behindert. So, oh, wieder ein Geschenk. Yay. Ich glaube, das war die falsche Richtung. Ich glaube, das war wieder der Anfang. Ja. Verdammt. Na. Ganzen Weg wieder zurücklackern muss. Scheiß Kamera! Warum fährt die auch von selber? Mann! Interessant, was die Kamera da macht. Ah, oh mein Gott.
Finde einen Apfel und lass deinen Kurier ihn aufheben. Lass deinen Kurier den Apfel in den Singsang Erntebrecher werfen. Doch noch das Ding schaffen. Oder was? Jetzt! Endlich! Au. Mach! Hey du, mit einer PlayStation-Kamera oder der Begleiter kannst du mir zeigen, wie das Wesen aussieht. Mal ganz abgesehen von all den anderen weltverändernden Sachen, die du damit tun kannst. Besuche die Tearaway.me Website und durch die Magie des Internets kannst du die Fotos und Papiermodelle anderer Wesen sehen. Oh, sieh dir das an! Dies ist Iotas Fortschrittstagebuch. Damit kannst du Abenteuer fortsetzen oder Teile erneut besuchen. Hier findest du Informationen und Erinnerungen. Blättere doch mal durch! Die Papiermodelle, die du sammelst. Du weißt, dass du sie in deiner Welt ausdrucken und bauen kannst. Nein. Versuch es einmal. Entfaltet. Dauert aber eine ganz schöne Weile. So, wo geht's jetzt weiter? Oh, come on.
So. Bitte nicht alles wieder von neuem. Da war ich doch schon. Geschenk, verdammt. Ich glaube, ich muss mir wirklich die App runterladen.
An dieser Stelle beende ich jetzt einfach mal die Folge, lade die App runter und mal gucken, ob mir das irgendwas bringt. Ich hoffe auf jeden Fall, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tear Away Unfolded. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.